Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part. Let's be Marvel Spider-Man. Ich bin Samson Muffix. Wir tun jetzt erstmal den Iron Spider-Man oder den Iron Altman. Wir machen den Iron Spider-Man Anzug. Yo Leute, Iron Man Spider-Man. Sehr cool. Hast du es zu tun? Ja, schon. Wie läuft's mit den Aufgaben? Meinst du Hausaufgaben oder Spendenaufgaben? Beides, aber Schule geht vor. Die Schulsachen sind fertig. Ich sitze gerade in den Spendenaufgaben, aber warum lässt du mich Physik und Analysis büffeln? Sollte ich nicht mit Netzschießern und Geräten und so üben? Okay, Quizfrage. Wenn ein Pendel 40 Meter lang und in einem Winkel von 45 Grad befestigt ist, wie tief fällt es an seinem tiefsten Punkt? 1172 Meter. Ist das wichtig? Es ist sehr wichtig, wenn du das Pendel bist. Was? Aufmachen! Oder wir machen das! Lasst mich in Ruhe! Ich muss vor Ihnen bei diesem Fahrer sein. Mach's dir nicht unnötig schwer! So Leute, wir wurden hier leider gestört. Haltet die Gegner ab, lasst der Polizei, bis die Polizei da ist. Okay, gut. Warum machen es sich alle immer so schwer? Was soll man machen, ne? Ihr Jungs sucht Technik-Schnäppchen? Wartet doch wie alle anderen auf den Schlussverkauf! Wem? Sie haben Verstärkung gerufen. Okay, dann habe ich auch meine Verstärkung, nämlich den guten alten Gullideckel. Ja, Leute, wir sind das Iron Spider-Man und als Iron Spider-Man sollte uns nichts mehr ein Problem hier bereiten. Das erinnert mich sehr leider an die letzte Aufgabe in der Hammer-Kampagne, wo wir auch die eine Maschine hier aufhalten mussten. Nun gut, was ist beim letzten Mal so passiert? Wir sind hier leider, muss man ja wirklich immer wieder sagen, in der finalen DLC-Kampagne von Spider-Man und werden hier, so wie es aussieht, hier das Abenteuer rund um Hammerhead, Silver Sable und all unseren guten Freunden hier zu einem Ende bringen. So, denn beim letzten Mal ist Silver Sable wieder zurückgekehrt. Dafür, dass ihr eigentlich am Ende der letzten Kampagne ziemlich nett zu uns war, was mich eh schon überrascht hat. Wartet, wo hab ich's? Was? Alter, ihr seid. Wen schnappst du dir, Spidey? Ernsthaft? Kannst du dir jetzt mal einmal den, der an der Tür ist, schnappen? Okay. Langsam machst du mich aggro. So. So. Leute, ich kann mich gerade konzentrieren. Die neue Giga. Und die wurde ohne einen vernünftigen Trainingskampf eingeführt, Mann. So. Schön, dass du dir den. Schön, dass du dir den schnappst. Alter. Jetzt sterben wir! So, also Leute, Silver Sable ist zumindest wieder zurück. Sie war eigentlich beim letzten Mal doch eigentlich ganz nett zu uns, aber scheinbar hat sich das schon wieder hier geändert. Jetzt komm. Bam. Bam. Schnapp dir doch bitte den, der an der Tür ist. Danke. Hui. Die gefallen mir ganz und gar nicht. Und ihr seht, Hammerhead ist unterwegs. Alles anders gut. Wir haben eigentlich nur Ärger. Mais nervt uns die ganze Zeit, weil hier der nächste Spider-Man sein will. Aber da haben wir keine Zeit dafür. Sehr, sehr unschöne Aufgaben. Und die haben mich ganz schön platt gemacht. Aber nun gut. Schauen wir zumindest, was Sable hier zu tun hat. Ob wir sie finden werden. Und wir sind jetzt Iron Man, Spider-Man. Also hat eh niemand eine Chance mehr gegen uns. Ich liebe diese Musik so sehr. Hey MJ, was gibt's? Hammerheads Jungs greifen ein Oscorp-Versandzentrum bei Seaport an. Okay, ich mach mich auf den Weg. Eine Frage. Wir wissen, dass Hammerhead die meisten Sable-Waffen schon hat und die Ausrüstung, die die Polizei hatte. Jetzt klaut er Sable-Technologie, die nach Lucaria soll. Wo lagert er das ganze Zeug? Keine Ahnung. Aber wenn wir es rausfinden, hat er nichts mehr davon. Ich werde mir die Aktivitäten seiner Männer mal auf der Karte anschauen. Vielleicht sticht ein Ort heraus. Guter Plan.
Hey, ich habe mich über die Situation in Simkaria informiert. Der herrschende Diktator greift sein eigenes Volk an. Silver Sable hat die Rebellen im Alleingang bewaffnet und schlägt zurück. Hier! Bewegung! Hey! Warum wollt ihr schon gehen? Keiner mag die Spidey. Niemand, nicht mal MJ. Es ist halt leider so. Komm, okay. Freunde Nummer 1. Das hat doch wohl nichts mit dem ganzen Giebelfuß da hinten zu tun, oder? Das ist nicht alles so ein riesiges. Was haben die denn da alles drin, Herrschaftszeit, Mann? Oskorp! Laster sind es. Hier bleibt ihr, ich helfe euren Freunden. Und ich muss den anderen Laster einholen. Bin da. So, und jetzt. Geh mal Gas. Gummi, Schnetz oder was auch immer. Jetzt haben wir sie. Zum Glück muss man da nicht irgendwie intensiv zielen, sondern einfach draufdrücken. Schön, du hast gewonnen. Dein Preis ist eine einfache Fahrt nach Breakers. Okay, noch zwei. Alles gut. Scheiße. Das war schlecht. Aber okay, haben wir schön wieder gedeichelt. Und jetzt. Was war mit dem Typen in dem LKW? Die sind möglicherweise schon tot. Nein, nicht der Park. Verzeihung, Leute, wir sind auch sofort wieder weg. Wenn ihr Typen früher angehalten hättet, wäre das hier jetzt gar nicht nötig. Die hat's einfach aus, Ding hinter den Ohren. Was ist mit der los, Mann? Ballert einfach hier durch ganz New York rum. Was machst du denn? Du machst alles nur schlimmer. Überlass die restlichen Typen mir. Nein, sie dürfen mit den Sachen nicht entkommen. Voll noch mehr von denen. Worauf schießen die? Aktuell muss man schon sagen, dass die Banditen aktuell unser kleinstes Problem sind. Und jetzt, ich hasse dieses Quicktime-Event, das sieht aber so episch aus. Alter, wieso wird das Auto eigentlich immer schneller? Dafür, dass, wenn es hier bremst, man. Alter! Wahrscheinlich war es Spider-Man, oder? Es ist immer Spider-Man. Okay, so ein Auto haben wir noch nie kaputt gemacht. Steuert sich auch nicht anders. Er modernisiert seine Geschäfte tatsächlich. Die Drohnen sind hinter Sable her. Ich sollte ihr helfen, oder? Okay. Sicher. Also ich habe das Gefühl, sie zerstört aktuell mehr als die Drohnen. So. Eine weniger. Komm schon. So haben wir sie. Das ist so geil, Mann. Leute, was hier für eine Schlacht ist. Okay. Sable, ich hoffe, du hast nichts gegen blinde Passagiere. Ah, was ist das für so ein kackcooles Haus, Mann? Schlecht, Mann.
sie nicht mal in meine Richtung gehen. So. Können wir jetzt hier einen schönen Satz machen? Komm zur Pumpe. Sehen wir dann den Weg, Mann, auf einmal. Jetzt hat sie auf einmal voll das Tempo rausgenommen. Kaum wird sie nicht mehr von drum beballert, gell? Da stürzt sie es auf einmal nicht mehr. Hammer die. Beide das Gleiche. Gemeinsam können wir ihn finden. Glaub mir. Okay. Wir arbeiten zusammen. Wie Partner. Ja. Partner. Also, du meldest dich? Sie ist zu 77% kein Roboter. Achtung, alle Einheiten, Körperverletzung. Das klingt nicht gut. Ich sehe lieber mal nach. 76, 75, 74, 73. Der Counter fällt, dass sie kein Roboter hält. Der Welt und Welt und Welt ballert sich da einfach ohne Rücksicht auf Verluste hier durch die Stadtbahn. Also die Verbrecher, was auch immer sie hier hatten, die haben definitiv weniger Unheil, für weniger Unheil gesorgt als sie. Aber nun gut. Sie hat deswegen einen Peilsender verpasst. Hey, Miles, hast du die Aufgaben fertig? Ja, ich weiß jetzt, warum das wichtig ist, aber... Hammerheads Truppe gegen einen Sable-Agenten. Nicht gerade ein fairer Kampf. Sorgen wir für Chancengleichheit. Kann man die irgendwie stealthig ausschalten? Ne, da. Obwohl. Gepasst, aber nicht gut genug. Schnell nach oben. Dann die Palette. Dass eine Taube ist, sieht gleich eine tote Taube. Hä, wer sieht denn den? Wer sieht den? Macht eigentlich keinen Sinn. Als da nur noch ein paar Fußspuren waren, hatte ich dich eingesponnen. So. Stört eigentlich nur der Dicke. Aber theoretisch sollte es jetzt niemand sehen, ne? Spinn dich weg, spinn dich weg. So, keiner mehr, der auf unseren Sable-Freund drauf hat, dann. Gute Nacht. Spinne ist hier. Beendet mal's. So, hab ich ja gern gemacht. Du musst mir mal zeigen, wie man das macht. Das ist eigentlich keine große Kunst. Ich versuche nur da zu sein, wo die Kugeln nicht sind. Tja, ich schulde dir was. Was wollten die Kerle? Das hier sind Hilfsgüter, die für Symkaria bestimmt sind. Hast du von den Unruhen gehört? Ich habe gehört, es ist ein Bürgerkrieg. Das stimmt. Tja, diese Kerle haben mich angegriffen und das meiste mitgenommen.
Wo sie hin sind? Keine Ahnung. Ich halte Ausschau und melde mich, wenn ich was finde. Schön, dich kennenzulernen. David. David Obademi. Spider. Spider-Man. Okay, das klang in meinem Kopf irgendwie besser. Hey, MJ. Peter, du musst nach Soho und einen Hinweis überprüfen. Eine meiner Knastquellen hat erzählt, dass Hammerheads Jungs immer in dieselbe Pizzeria gehen. Vielleicht kannst du sie verfolgen und Hammerheads Lager finden. Weißt du, ich hätte gern mal ein Telefonat, bei dem wir uns von unserem Tag erzählen. Normale Leute. Okay, also, Schatz, wie war dein Tag? Tja, Sable und ich haben Schurken erledigt. Ihr arbeitet also doch zusammen. Theoretisch. Ihr beide müsst das irgendwie hinkriegen. Hammerhead ist zu stark für einen allein. Meine Quelle hat auch noch gesagt, dass Hammerhead sich mit dem Projekt Olympus-Zeug, ich zitiere, noch weiter verbessern will. Noch weiter? Er war doch schon ein Panzer auf beiden. Genau das ist es ja. Ihr beide müsst ihn aufhalten, bevor er unaufhaltbar wird. Hier sind zu viele Menschen. In diesem Outfit kann ich mich nicht unauffällig nähern. Vielleicht ohne den Anzug. Schön, dich zu sehen. Siehst gut aus. So, ich bin ein ganz normaler New Yorker. Hey, ich glaube, der Laden wurde neulich im Bugle empfohlen. Kein Wunder, dass es so voll ist. Meins oder deins? Meins. Ja, was gibt's? Okay, sag ihm, wir sind unterwegs. Hey, los, wir müssen was für Tony erledigen. Jetzt? Aber wir sind gleich an der Reihe. Ich weiß. Jetzt komm. Etwas für Tony erledigen? Das müssen Hammerheads Leute sein. Ich bleibe dran, aber nicht zu nah. Also was sollen wir für Tony machen? Seinen Laptop holen. Er ist in seinem Auto. Dein Ernst? Warum kann er das verdammt nochmal nicht selbst machen? Der Boss hat vermutlich Wichtigeres für ihn zu tun. Verfolgt uns jemand? Bleib cool, Pete. Bleib cool. Wohl nicht. Wo ist der Boss überhaupt? Weiß ich nicht. Aber Tony vermutlich. Er ist dicke mit dem Boss. Tja, verdammter Tony. Mann, ich sollte dicke mit dem Boss sein. Okay, klar. Hey, kommt dir der Typ bekannt vor? Oh, es gibt ein neues Katzenvideo. Das muss ich mir sofort ansehen. Nee, die sehen doch alle gleich aus. Und er ist mit dem Boss auf die Falle für diese Sable-Tussi gekommen. Als ob das je klappen würde. Ich weiß nicht. Für mich klingt der Plan gut. Und mit ihr kriegen wir auch ihr restliches Zeug. Also... Du bist jetzt auf Tonys Seite? Ist ja ganz toll. Tony, Tony, Tony! Also, netter kleiner Zeitvertreib hier. Wir spielen mal wieder normalen Petey. Sorgt dafür, dass wir kurz ungestört sind. Ja, ja. Also, lasst ihr mich wahrscheinlich nicht dabei. Get Tony, Mann. Ich muss näher ran, wenn ich was hören will. Wenn ich nicht neben sie komme, komme ich vielleicht über sie. Ich muss außer Sicht. Kann erst Wände hochklettern, wenn ich verborgen bin. So. Stimmt, die normalen Leute, die... Also, wenn der Petey hier nach oben klettert, dann, glaube ich, finden die das nicht ganz so dolle. Ah, da steht die Hammerhead-Schläger, das heißt... Umziehen, oder? Niemand kann mich sehen. Jetzt kann ich aufs Dach klettern. Aber keine Netzdüsen hat er. Wenn ich über diese Typen komme, kann ich sie hören. Ich muss zu dieser Gasse. Doch, hat er. Whoop. Super PD. Ich schwör's bei meiner Mutter. Der glaubt, er steigt noch auf. Tja, vielleicht kann er mein Schuhputzer werden. Da sagst du was. Wie auch immer, Tony sagt, er braucht seinen Laptop. Da ist bestimmt allerhand wichtiges Zeug drauf. Naja, Laptops eben. Steht auf Platz C3. Platz C3, hä? Tonys Laptop könnte mich vielleicht zu Hammerhead führen. Danke. Moment, ich... Interessante Unterhaltung, Jungs, aber ich hab genug gehört. Es ist Zeit für Iron Spider-Man. Doch bevor der hier den Bösewichten in alle Wertesten versucht, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit Let's Play
Spider-Man. Spider-Man. Ah, oh, dieser coole Fotomodus. Der Anzug sieht eigentlich nicht so geil aus. Egal, machen wir trotzdem. Kann ich ein Foto machen? Nö, kann ich nicht. Okay, wurscht, dann machen wir mal keins. Zumindest bei Baseball geht es weiter mit Iron Spider-Man. Bis dahin, Spider-Man. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.